Letare, freut euch! So heißt der heutige Sonntag. Mein Name ist Marisa Ziegler, ich bin Kinder- und Jugendreferentin der Kirchengemeinde Heide und heute vor allem Vertreterin der Pfadfinder des Stammes Westwind. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Aus Johannes 12, Vers 24. Der Wochenspruch für diese Woche passt sehr gut zur Situation der Pfadfinder Westwind. Dafür schaue ich ein wenig zurück. Zu Beginn des vergangenen Jahres mussten wir aus dem Gemeindehaus Auferstehung ausziehen. Es wurde verkauft. Dies war 10 Jahre lang das Zuhause der Pfadfinder. Nun wurde es mit gemeinsamen Kräften ausgeräumt. Was zu dem Zeitpunkt blieb, war eine Hütte und die Suche nach einem neuen Quartier. Die Pfadfinder sind im Gemeindehaus Erlöser untergekommen. Dies war eigentlich eine sehr gute Lösung. Aber trotz aller Bemühungen fühlte es sich ein bisschen an, wie Gast in der eigenen Kirchengemeinde zu sein. Und wo sollten all die Pfadfindersachen untergebracht werden? Im Gemeindehaus Erlöser war kein Platz dafür. Ein Teil wurde dankenswerterweise von den Andreas-Falken in Weddingstedt untergebracht. Dieses Gefühl, dass etwas zu Ende gegangen ist, mit dem Verkauf endgültig vorbei ist, lässt sich nicht einfach abschalten. Und dann kam auch noch der erste Lockdown. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Neuen Mut schöpfte die Stammesleitung der Pfadfinder, als die Nachricht kam, dass in der Nähe der Auferstehungskirche eine Garage angemietet werden konnte. Dies war eine sehr gute Lösung. Trocken und sicher kann so das Zeltmaterial untergebracht werden. Nur kurze Zeit später wurde auch der Bau einer neuen Hütte genehmigt. Und welch Freude war es nach dem Lockdown, alle Pfadfinder zu der ersten Gruppenstunde wiederzusehen.
Zum Jahresende wurde die neue Pfadfinderhütte, vor der ich heute stehe, fertiggestellt. Vor kurzem wurde die alte Hütte ausgeräumt und abgegeben und die neue sozusagen in Betrieb genommen. Die Hoffnung, dass wir irgendwann, in welcher Form auch immer, an unseren Standort zurückkehren können, hat sich festgesetzt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Darum geht es auch an diesem Sonntag. Freut euch, heißt es. Wir dürfen unseren Blick in dieser nachdenklichen, ja fast unheilvollen Zeit hoffnungsvoll nach vorne richten. Auf das danach, auf die Zuversicht, auf die Frucht, die wachsen wird, auf die Freude. Zum Schluss möchte ich dir den Segen Gottes zusprechen und wünsche dir, dass er dich in die kommende Woche begleitet und dir Kraft gibt. Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst, und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. Amen. Thank you.